So, Ladies and Gentlemen, wir spielen heute Miasma Chronicles weiter. Und werden uns in die blutige Arena begeben. Ich wollte einfach noch mal kurz gucken, was habe ich denn noch an Verbrauchsgegenständen? Ich weiß nicht mehr genau, ob ich letztes Mal aufgefüllt habe. Sieben Medipots, vier Säuregranaten, BMP, ein paar Glasflaschen, die werde ich wahrscheinlich in der Arena nicht brauchen. Ich sollte am besten noch mal speichern, bevor ich reingehe. Oh. Ja, ich weiß, ich darf nur 50 Saves haben und ich bin schon da drüber. Subbing for Thor Munson, huh? Those are big boots to fill. So what do we do? Step through this gate and grab your bolts. It's about to get crazy. Allein das Objektiv ist halt schon um vieles besser geschrieben von Taiwendo mit Waifu-Account. Danke, Taiwendo. Aber wir haben uns ja lange darüber unterhalten. Taiwendo war mir eine sehr große Hilfe bei der Kameraauswahl. Wieso gab es gestern eigentlich keinen Stream? Weil ich gestern den Tag mit meiner Partnerin verbracht habe und gedacht habe, nachdem ich wieder, glaube ich, 8 Tage am Stück gestreamt habe, jeden Tag, könnte ich auch einen Tag mal nicht streamen. If you wanna be crybabies and quit early, you'll keep your reward. But if you manage to survive all 5 rounds, you'll get the champion's trophy and a chance to party with your lord and savior, Diesel D. Und Wetter war gestern auch schön. Here are the rules of the gauntlet. To win, you have to survive 5 brutal rounds of battle. After each round, you have the option to quit, switch your gear up, or continue. Ich bin sogar ein bisschen braun, aber soll ich dir was sagen? Das siehst du bei der Elgato-Cam nicht. Die Elgato-Cam macht mich einfach wieder bleich, wenn ich die automatisch mache mit Weißabgleicher und so weiter. Aber hat selbst meine Freundin gesagt, du bist gar nicht mehr so bleich. Das sieht man hier nur so ansatzweise, dass ich nicht mehr ganz bleich bin, aber irgendwie, wahrscheinlich weil ich ja auch vom Licht hier bestrahlt werde, so, ist halt nicht alles optimal. Wahrscheinlich ist mein Setting so, ich könnte dunkelhäutig sein und ich würde trotzdem weiß wirken. Das ist doch schön hier. Irgendwie so ein bisschen Warhammer 40k-Feeling, dass, die Mama Bahama schieß mich tot hier, nur der Schädel immer eingeblendet ist. Das könnte auch so ein Skull sein von Warhammer, der mir hinterherfliegt. Die Kamera ist einfach rassistisch und macht schwarz. Es ist Whitewashing. Whitewashing-Kamera. Wo soll ich mich denn hinstellen? Ich weiß nicht, von wo wer kommt. Das ist ja, denke ich mal, recht entspannt. Jane schießt sie alleine weg.
nächste Wave. Weil ich denke mal, ich muss alle 5 Waves machen, dann kann ich die bekämpfen. Okay, die zweite Welle ist schon um einiges größer, wie ich das gesehen habe. Hat eine 29% Chance, den dahin zu treffen. Den Hexendoktor. What you gonna do, coward? Nothing. Get the hell out of here. You goddamn son of a bitch. Ach, ich darf ja nicht hinspringen, weil da die Tafel im Weg ist. Jetzt heilen die sich eh gegenseitig. Oh, guck mal, wir sind Hexendoktor. Wir können uns alle gegenseitig heilen. Danke, Riefert, für dein Sub. Und danke, Xenom, für deinen Sub. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin gesagt hatte oder ob das gezeigt wurde. Jo, passt du. Ja, siehst du mal, ich bin einfach wieder verwirrt. Der steht außerhalb. Gleich der erste Hexendoktor weg. Die kannst mit Napalmschaden ärgern. Es gibt ja eine Wahrscheinlichkeit, wie gut man treffen kann. Also es ist nicht wie bei Chaos Gate, dass du immer triffst. Du kannst aber einstellen, weil ich glaube, im ersten, also beziehungsweise was sie früher gemacht haben, Mutant Year Zero, da gab es nur eine Definition,
mit den Deckungen. Also wenn du eine Deckung im Weg hattest, aber in der Range der Waffe warst, wurde halt nur die Deckung abgezogen, aber die Distanz zum Gegner wurde, hat keine Veränderung gemacht bei der Treffsicherheit. Aber wir spielen den vollen taktischen Modus. Dadurch ist das auch so, dass die Distanz damit wirkt und die Waffe halt eine Maximalreichweite hat. Das ist eh wahrscheinlich hier hochgehüpft, oder? Wir haben High Ground. Das ist der einzige Grund, warum ich hier oben rumstehe. Sollte nur eine Bewegung kosten. Kann ich alle einfrieren erstmal bis auf den einen. Der links steht. Echt fertig mit den Sprüngen. Mit der dämlichen Tafel da oben. Sehr gut. AP wiederhergestellt, dann lest du deine... Oder? Gibt es noch irgendwas, was Sinn macht? Nö. Dann lad mal bitte eine Schrotflinte auf. Bam, bam, ba, ba, bam. Guten Abend, Philly. Buy me some time, guys. Come on, fight me. Oh, so you're not perfect. Ja, 22% war vielleicht ein bisschen wenig. Er greift Elvis an. Was ist denn los mit denen? Normalerweise haben die auch viel besser getroffen. Es ist einfach ein bisschen leichter gemacht in der Arena. Dass du von denen nicht so weggenudelt wirst. Und weg. Ja, meine Ablenkenfähigkeit. 35% Chance, Schüsse abzulenken.
egal gerade. Ich könnte das Geschütz benutzen, aber das macht ja auch keinen Sinn. Jetzt für eine Einheit da den Cooldown wegballern. Es bleibt bei 65%. Hold your horses. Versuch nochmal dein Glück. Don't worry, Jay. You got this. Komisch. Bin ich so von hier oben? Da sind es plötzlich 65%, so sind es 100%. Da treffe ich den überhaupt nicht. Next wave. Was soll ich denn die Gruppe ausrüsten? Okay, man könnte vielleicht manche Mods ändern. Dass man Waffen hat, die 10% mehr Crit machen bei Menschen. Stimmt mich eigentlich, dass deine Leute an den Positionen stehen bleiben, wo die zuletzt standen, wenn die nächste Welle kommt. Können wir Overwatch in die Richtung? Na super. Von da schießen die. Und treffen sogar die dreifach. Ich kenne den Gegnertyp nicht mehr wirklich. Gut. No one gets up from that. Jay, that was insane.
time for a surprise! Schon okay. Damn it! Mist. Weil wir die Gedärme dann immer liegen bleiben von denen. Was natürlich nicht so wichtig ist in dem Spiel. Dürfte nicht im Sprengradius sein von den Fässern. Eigentlich müsste ich wirklich immer nachladen und dann erschießen. Vor allem, wenn ich mich nicht bewege in dem Turn. Aber der Schuss von da vorne ist echt lächerlich. Glückstreffer und keinen Schaden gemacht. Schön, nächster Taschendieb weg. Immerhin kann Dix das gut ab, aber... Trotzdem doof, dass er da vorne so viel kassiert. So, der stirbt eh durch das Brennen. Also kann ich lieber den zweiten Punkt benutzen, um nachzuladen. Oh, you pill popping bastard, I love you. You goddamn
taking these pills, but they ain't working. I'm going to destroy you and everyone that you love. Das macht keinen Sinn. Eigentlich macht das auch keinen Sinn. Warum soll ich jetzt 50 Explosionsschaden noch machen? Du lädst einfach deine Waffen nach. Come on then. I'm waiting. Ow, spit. Gotta reload. Du schießt den Blaster-Typen weg. Und die Sache deinen auch mal gegessen. Ja, du darfst dich jetzt nicht bewegen. Wieder zurück auf meine Anhöhung. Stay right here. Bang bang, bitches! And all you got. Juiced up and ready to rock. Kann der unten sich nicht mal bewegen? Ja, das ist besser. Dein Tat ist nämlich keine so gute Deckung. Okay, ein Flüsterer, beziehungsweise es kommen mehrere Flüsterer, denke ich mal. Nicht mal in der Arena halt der zwischen den Waves. Ja, nur drei Stück. Okay, sind nur gegen EMP immun. Time for the hard stuff. Dankeschön. Gestern habe ich einen schönen Abend mit meiner Partnerin verbracht. Privatzeit. Sowas gibt es, macht auch jeder. Boah, der tötet beide auf einmal. Weil wir so viel kritische Chance haben, dass wir 55% mehr Schaden machen. The more the merrier. That's right, yeah.
schalt schon mal um. Dann machen wir Overwatch auf den Flüsterer, weil der wird auf jeden Fall zwei beschwören. Macht er ja immer am Anfang. Die laufen beide nicht am Overwatch vorbei. Dann wirst du ein bisschen von denen geprügelt. Danke nicht nutz nichts. Danke nichts nutz für deinen Stufe 1 ab. Vielen Dank. Jetzt brauche ich auch nie wieder einen Tag frei machen. Gut, das hat was getroffen. Immerhin. So, dann stell dich mal bitte so, dass du vor dem da hinten geschützt bist, wenigstens ein bisschen. Ist nicht. Wenn Freunde was unternehmen will, machst du frei. Das wird sehr nachteilig sein in der Zukunft. Meine Dame ist kein Eis. Ich kauf dir was anderes. Ibuprofen zum Beispiel. Guten Abend, Flo. Frau ist nur Wassereis und ich bin auch jemand, der bis auf sowas was wie Magnum Mandel ist in etwa. Ich hole auch mal ein Eis von der Eisdiele. So ist es nicht, aber ich bin eigentlich auch eher der Wassereistyp. Flutschfinger, Bäreneis, dieses ganz billige. So, jetzt sieht nur noch der grüne Daumen da hinten. Schlumpfeis, das blaue Eis. Ich glaube, blau gab es aber nur in dieser breiten Form von den großen Dingern, wo dieser Streu mit dabei war früher. Ich glaube, in den normalen Packs vom Wassereis gab es das blaue nicht. Ach so, Kugeleis. Welche Geschmacks... Also es wird Schlumpfeis genannt. Weil bei Blau würde ich einfach an Minze denken. Oder... Keine Ahnung. Ist das ein Roboter oder ist das ein Mensch?
Gedankenwurm, immun gegen Feuer, Säure, Gedankenwurm verwurzeln. Es ist ein Roboter. Sehr gut. Dann war das Betäuben schon mal richtig. Weil der hat 5 Rüstung. Mich locker mal bewegen können. Wo willst du hin? Neben dir steht... Ah ne, Dix ist geheilt. Das hätte ich zuerst machen müssen. Aber wir die Reihenfolge verkackt. Also sollte kein Problem sein, ihn dennoch zu zerlegen. Ach verdammt, der explodiert in Säure. Egal, ist der letzte. Eine Runde jetzt zu warten macht auch keinen Sinn. Gauntlet-Trophäe. Eisenhandschuhe, 2 Heiler. Aber Gott sei Dank, der Hexendoktor bleibt bestehen. Da hinten sind 2 Baller-Baller. Dass es ein bisschen zu nah ist. Ah ne, ich komme über beide. Wobei der eine mit 48% natürlich keine hohe Chance ist. Triffst du ja. Wenn du weißt, wie Stümpel schmecken, musst du Gargamel sein. Wir haben uns entdeckt, schnell weg! Eisenhandschuh hat ein bisschen viel Armor.
stop me. Moment, hat der jetzt immun gegen EMP-Betäubung? Super. EMP-Granaten sind echt das Nützlichste in dem Spiel. Namdraza. Schon okay, die Fragmentiere von hier ein bisschen anzutitschen. Lass ich Jade jetzt einfach alleine hier oben stehen? Dann wird die von Eisenhandschuh zerfetzt, aber so ist das halt manchmal im Leben. Manchmal wirst du zerfetzt und manchmal wirst du dabei auch noch getötet. Ah, der hat die für 2 Runden betäubt. Muss nachher Taschentuch suchen. Nimm das Defragmentierer. Ich habe leider meinen Schreibtisch aufgeräumt, ich habe meine Taschentücher weggeräumt. Hier ist nichts mehr. Ne, ich habe nicht Heuschnupfen. Manchmal läuft meine Nase, ist eine wirklich Familienkrankheit. Ich habe halt keine Allergie oder sonst irgendwas. Da kommt er, aber jetzt kann man den wieder betäuben. Nein, falsche Figur. Oh. Mach mal Elektrohandschuh.
der war ja immun gegen Betäuben. Da war ja was. Ich hatte ihn auch keinmal betäubt. Da war ja vorhin der grüne Daumen. Ich renne einfach mal vor dem weg. Ich glaube, ich war auch immun gegen Umschmeißen. Mit dem Dix. Ja, bist zwar immun gegen Rückstoß, aber... Verdammt. Oh, das war der automatische Gegenangriff. Bei Nahkampfangriffen. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Mal ganz kurz speichern, weil ich frage mich gerade, wenn wir jetzt den Champion besiegen, ob dann die kommt. Also diese die. Weshalb wir halt diese Arena gerade hier bestreiten. Und ob meine Leute wieder aufgehoben werden beim Wave-Wechsel. Gott, dringend besagen, diejenigen, die den Champion-Status erreichen, haben Anspruch auf ein All-You-Can-Eat-VIP-Hamburger-Buffet mit dem mächtigen Diesel D. Holen wir uns diese Zugangskarte des Vorarbeiters. Ich hoffe, alles aus der Arena wird noch eingesammelt. Währenddessen beim bösen Lord. You're watching the arena footage? Yes. Simply amazing. We'll send the collectors to retrieve Jade immediately. Forget her. Sir? Her young companion. He's the real prize. My boy is alive. And he's coming home. The illustrious Diesel D invites you and your friends to his pleasure palace. You get a VIP meet and greet with the big boss himself. Here are the coordinates. Moment, da ist doch Eisenfaust hier vorne. Naja. Der Sieg war unser. I saw these humans in the arena, kicking ass and taking names. It gave me hope. Ja, weil Menschen nicht nur nutzlos sind. Wir haben aber einige, also wir haben Level Up gehabt. Schieße auf alle Gegner innerhalb eines Winkels von 40 Grad. Ach komm.
Geworfene Splittergranaten verursachen 25% mehr Schaden. Ich glaube, die große macht 75. Also kommt die auf knapp 100. Beziehungsweise, ich glaube, 95 dann nur, oder? Ach, ich weiß es auch nicht. Wir können den letzten Rüstungspunkt. Dann starten mal die 20% Crit-Chance, wenn mehrere Schüsse nacheinander auf ein Ziel abgefeuert werden. So, du hast 2 Punkte dazu bekommen. Crit-Chance gegen unbeschädigte Ziele, das sollte drin bleiben. Höhere Lage, 20% nochmal oben drauf. Dann kriegst du nur was mit den Schritten. Das Outfit hat man zwischendurch mal gefunden. Ich bin ja alle Outfits außer Elvis. Ich wollte noch mal schauen bei dir. Wenn wir schon mal dran vorbeilaufen. Danke fürs Folgen, Bonebreaker. Säulegranate. So, jetzt haben wir übrigens auch genug Geld, um in der Diskothek für Roboter den Typen zu bezahlen. Boah, ob ich die nochmal wiederfinde. Ich werde sie auf jeden Fall finden. Ich glaube, das war hier der Laden. Der mir ein super geheimes Angebot machen wollte. Für 7000 irgendwas. Das werde ich jetzt mitnehmen, aber ich werde vorher speichern, dann gucke ich mir das an, was er mir verkauft. Und dann werde ich das vielleicht wieder laden. Also wenn das Kacke ist, was du da für 7000 Plastik holen kannst. Das hier ist alles für Roboter. Die ganze Stadt ist eigentlich nur für Roboter. Die Menschen sind einfach die Sklaven. Ich glaube, das war der. Na super, wir müssen zum Breakfast Club.
Hat jetzt die Waffe mitgenommen? Die Schlüssel? Doch, der wird mir doch einfach ausgehändet. Ausgehändigt. Wir haben, glaube ich, alles hier schon dicht gemacht, kaputt gemacht. So, das ist der Breakfast Club. Mal nur gucken, wo der Keller ist. Finally getting our hands on this weapon. Come to Papa. BLZ Cool Sturmgewehr. Schaden 100, Crit 160, Reichweite 13. Energiebasiertes Sturmgewehr, das an Sammler ausgegeben wird. Produziert heiße Plasmageschosse. Ich weiß nicht, ob die 7000 sich dafür gelohnt haben. Klar, es ist ein Level 3 Sturmgewehr. Frage ist halt, ob du Level 3 Sturmgewehre später in einer anderen Position noch bekommst. Oder ob das jetzt, sag ich mal, nur in dem Moment gerade wirklich einen Vorteil bringt. Generell, also ich finde, das ist alles grafisch sehr schick. Nur es ist halt farblich sehr düster. Also von Anfang bis Ende siehst du eigentlich nie was, was farbenfroh ist. Alles Brauntöne. Gut ist eigentlich an dem Spiel, genauso wie Mutant Year Zero, das ist ein Spiel, das kannst du auf der Konsole genauso gut spielen wie auf dem PC eigentlich. Für eine Waffe, die eine Railgun ist, also es wäre geil gewesen, wenn da eine weitere Silent-Waffe drin gewesen wäre. Man könnte es ja richtig geil die Leute abknallen. Beziehungsweise... hier vorankommen. Ach, meine Nase, ey. Oh ja, nimm das Safe Game.